Hey und einen guten Abend zu einem leider etwas traurigeren Anlass, und zwar das Ende der Wii U. Ja, denn die Switch steht jetzt leider schon, oder was heißt leider, Gott sei Dank, steht sie endlich vor der Tür. Ich freue mich jetzt schon, ein Baumstamm, kein Ast mehr, sondern ein richtiger Baumstamm. Aber das, was halt die Geburt der Switch einleitet, tötet der halt dann auch die Wii U ab. Und in dem Video hier will ich bloß etwas auf die typischen Wii U-Eigenschaften, ein bisschen auf die typischen Wii U-Spiele eingehen. Einfach nur halt ein kleiner Abschied, ein kleines R, ein kleines Respektvideo für die Wii U von mir als ein großer Wii U-Fan. Und ich würde sagen, fangen wir natürlich mal erstmal mit der Hauptkacke an, was man als allererstes macht, und zwar dem Mii Maker. Der Mii Maker kennt man jetzt schon seit der Wii, glaube ich, dass es seit der Wii war. Ja, es war seit der Wii. Und das wird sich jetzt wahrscheinlich auch mit der Switch noch weiterhin durchsetzen. Und ich denke, jeder, wo das Video geguckt hat, wahrscheinlich irgendwann mal in seinem Leben ein Mii erstellt. Das Lustige an dem Teil ist, dass man wirklich, wenn man sich ein bisschen anstrengt, ein bisschen kreativ ist, kann man sehr, sehr seltsame, sehr, sehr seltsame, aber auch gut aussehende Sachen machen. Wir haben damals auf der Wii, wo wir noch massig Zeit hatten, manchmal Pikachu und Ganondorf und was weiß ich was für Sachen gemacht. Also man hat hier auf der Wii U zum Glück noch mehr Auswahlmöglichkeiten. Ich hoffe, dass es auf der Switch eben noch mehr gibt, wo man wirklich einen Haufen schwachsinnigen Käse machen kann. Man sieht hier die Kollektion meiner wunderschönen Mies, die ich selber schon komplett vergessen habe. Was ist denn das? Ah, das sind noch mehr. Ach, ich hatte schon mal einen namens Ekelhaft. Ach, guck. Ja, das ist natürlich. Das gab es auf der Xbox 360, gab es auch für die One, das weiß ich nicht, weil ich keine One habe. Aber das, irgendwie, die Dinger sind nie an den scheiß Mii Maker rangekommen. Die Figuren sind so lächerlich irgendwie, also das ist. Der Mii Maker, der hat uns manchmal stundenlang beschäftigt, auch wo wir schon älter waren. Wenn wir einfach nicht wussten, was wir tun sollten. Dann sind wir da, guck, den Fotos von uns selber gemacht, weil man kann auch Fotos von sich selber machen, und haben dann daraus Figuren gemacht, und lauter so ein Käse. Was auch immer sehr schön an der Wii U war oder ist, ist, dass man auch ältere Spiele spielen kann. Entweder durch das Wii-Menü, dass man einfach die älteren Wii-Spiele wieder spielen kann. Die kamen ja extra noch mit einer Leiste, mit einer Sensorleiste für die Wii U, für die Wii-Controller. Was natürlich super top von Nintendo war. Und natürlich durch die Virtual Console konnte man sich auch die älteren Spiele wie Super Metroid oder sowas kaufen, was auch ziemlich top war. Was auch top war an der Wii U, was wirklich top war, ist ganz klar, dass man Earthbound endlich mal auch in Europa spielen konnte. Oder so Spiele eben wie Super Mario RPG. Ich wünschte, ich könnte es hier jetzt auf dem Bildschirm zeigen, aber man sieht es leider nur auf dem Pad. Das Miiverse war auch ein Wii U-Exklusiv-Spezial-Gedöns, was super lustig war an sich gesehen. Besonders weil die Miiverse-Einträge, da konnte man ja, oh, ich habe eine Nachricht und eine Mitteilung. Jawohl, Live-Nachrichten und Mitteilungen lesen. Was zur Hölle? Dorsch, dorsch. Und die Mitteilung ist: Du hast die Mini-Tattoo-Mission? Besuch einmal pro Woche das Miiverse abgeschlossen. Ich was? Einmal pro Woche? Moment mal, wann war ich das letzte Mal online?
Wann habe ich das letzte Mal diesem Kerl hier geschrieben? Hey, wo, hä? I'm already a demon, ja, stopp, auch Dip. Wie? Hier, so kommt man auf die Nachrichten. 15, das ist 2 Jahre. Das ist 2 Jahre her. Und ich kriege jetzt die Mitteilung. Oh. Wo war ich denn jetzt eigentlich? Ich glaube, ich wollte irgendwas erzählen von wegen der Community. Dass man für die Spiele jeweils eigene Communities hatte. Und dass man eine Community dann auch selber zeichnen konnte. War halt top. Und die Zeichnungen, da können manche Leute so genial zeichnen. Ich bin so eifersüchtig. Ich wünschte, ich könnte nur annähernd so gut zeichnen. Aber nicht mal das kann ich. Und das Coole war immer, wenn man dann Super Smash Bros. Für die Wii U gespielt hat. Und die Zeichnung für im Super Smash Bros. Dann bei der einen Stage, ich weiß gar nicht, mit die Mirror Stage, glaube ich, ist das, vorkam. Dann, da waren da manchmal Zeichnungen dabei. Aber ich guck gerade, man konnte irgendwie Zeichnungen machen, aber ich weiß nicht mehr, wie das alles ging. Bomberman 94. Hier ist es doch. Das ist die beste Community hier, einfach durch die ganzen krass dumm geilen Zeichnungen. Manche Leute können auch richtig gut zeichnen. Ich habe noch nie was gezeichnet. Ich werde jetzt auch endlich mal was zeichnen. Das. Das ist Peach und Mario und Peach macht die eine komische Arschattacke da, wo sie durch die Luft fliegt. So, das ist gespo Spoiler. Ach, was? Spoiler? Kann ich mir selber nie ergeben. Nö, Schatz. Oh. Ja, ich guck noch ein bisschen Folge vor Smash. Das wäre super cool. Das wäre mega cool. Aber die anderen Leute können auch ne die anderen Leute können auch nicht viel besser zeichnen. Das ist jetzt wieder so eins, so eine Zeichnung, wo mega geil ist. Also, gibt es erstmal hier. Yeah. Get him. Ja, get him. Genauso. The Krabby Boxing Glove. Fight me, Chubby. The fuck? Also, es. Warte, was? Man sieht schon, da gibt's so Spasten wie mich. Und dann gibt's halt so Leute wie den jetzt hier. Wo Lucina so zeichnen, als hätten sie ihr Leben lang noch nichts anderes gemacht. Also, das ist wirklich. Manche Leute können zeichnen. Das ist nicht mehr herrlich. Und das mit dem abgefuckten Stift auf dem abgefuckten Pad. Ich zitter mich kaputt hier. Ich krieg Hunger, so arg zitter ich. So viel Energie verbrauche ich durch das Zittern, weil ich versuche, normal zu zeichnen. Wie macht man Screenshots? Geht einfach nur, yeah! Wie macht man Screenshots? Yeah! Also, man kann sich ewig mit dem Case beschäftigen. Morph is poo. Ja, ich mag Morph auch nicht so. Was zum? Ja, ich glaube auch. Also, das Miiverse, das war schon eine coole Idee. Es ist echt schade, dass es bei der Switch kein Miiverse mehr geben wird. Oder jedenfalls hieß es das. Wer weiß, vielleicht gibt es ja letzten Endes vielleicht jetzt nachgereicht oder was. I'm gay. Yeah. My baby. I hope he goes fast. Okay, langer, jetzt reicht's. Na, Schluss jetzt. Natürlich muss ich auch noch etwas die negativen. Oh, jetzt habt ihr extra schön die Bayonetta gesehen. Die negativen Seiten zeigen. Und zwar haben sich viele Leute über den eShop beschwert. Und irgendwo natürlich mit Recht. Also, man hätte es alle mal. Es wird sich allgemein über die Nintendo Internet-Kacke sehr aufgeregt.
Nintendo kriegt es irgendwie nicht so auf die Reihe wie die anderen Videospielfirmen. Wobei ich sagen muss, dass ich das persönlich nicht so schlimm hier finde. Ich habe es auch schon ewig gesucht. Ich habe wirklich schon ewig manchmal gesucht. Es ist schon kompliziert, auf alle Fälle. Will mal gar nichts dagegen sagen, das ist so. Aber es wird meiner Meinung nach sehr viel schlechter geredet, wie es eigentlich ist. Die Wii U wird ja gerne mit dem Virtual Boy verglichen, was ich persönlich sehr übertrieben finde. Also das Ding ist nicht so gut weggegangen. Also ganz klar, es ist gefloppt. Aber es ist nicht so krass gefloppt wie der Virtual Boy. Das Ding kann man ja absolut in die Tonne drehen. Das ist, meiner Meinung nach, ist die Wii U eher sowas wie die GameCube. Ist zwar leider nicht gut weggegangen, aber die Leute, wo sich das Teil gekauft haben, lieben es normalerweise. Viele schwören ja darauf, dass die GameCube ihre Lieblingskonsole ist. Und ich muss sagen, ich habe mit der Wii U mindestens auch so viel Spaß gehabt, wie mit der Super Nintendo. Jetzt mal kein Witz. Und das ich bin mit der Super Nintendo aufgewachsen. Ich bin ein Super Nintendo Kind. Und ich sehe die Super Nintendo immer mit einer rosanen Brille. Und das sagt meiner Meinung nach sehr viel über die Wii U aus. Die Spiele waren großartig. Die Indie-Titel waren großartig, die man dort drauf spielen konnte. Die Virtual Console war großartig. Diese geilen NES-Remix und sowas waren top. Die Leute darüber beschweren, über die App-Scheiß wie YouTube-App oder sowas, das kann ich verstehen. Die YouTube-App finde ich auch kacke. Wobei ich die jeden Tag, wirklich jeden Tag benutze. Einfach nur, weil ich das geile View-Pad neben meinem scheiß Bett legen kann auf den Nachttisch. Und dann einfach über das Pad noch was gucken kann, ohne den großen Fernseher anzumachen oder sowas. Und da ein bisschen einfach hinhören kann, bevor ich einschlafe oder so ein Case. Also, egal wie ich es drehe und wende, die Wii U war top, meiner Meinung nach. Also es ist eine Schande, dass sie jetzt schon gehen muss. Natürlich gut, dass sie geht und es kommt gleich die Switch und nicht Nintendos Bankrott oder so ein Case. Das war wirklich traurig, das hätte Nintendo nicht verdient. Und ich würde sagen, jetzt, wo ich die wichtigsten View-internen Sachen gezeigt habe, jetzt noch Zeit für richtige View-Klassiker anspielen. Und das werde ich jetzt auch noch aufnehmen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt vielleicht in... Obwohl, warum soll ich das hin? Ne, das wird ein extra Video. Ich werde es als extra Video machen. Und ich würde dann sagen, das war's dann erstmal für das Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und naja, man wird sich schon mit der Switch hoffentlich drüber hinwegtrösten können, dass die Wii U jetzt gehen muss. Also dann, Leute, bis die Tage, Wiedersehen.